Und als nächstes hat jetzt das Wort die Kollegin Katrin Ebner-Steiner für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, Herr Ministerpräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Nicht Fachkompetenz, sondern linksgrüne Quoten. Mit diesem Begriff lässt sich, Herr Ministerpräsident, Ihre jüngste Kabinettsumbildung zusammenfassen. Zwar ist der CSU-Vorstand bekanntlich krachend an der Parteibasis gescheitert, doch nun wollen Sie offensichtlich in Ihrem Kabinett durchziehen, was Ihnen hier nicht gelungen ist. Sie sagen es ja selbst und auch noch voller Stolz, Parität der Geschlechter. Na, was für eine Leistung. Lassen Sie mich dazu nur eines sagen, entscheidend ist doch wirklich nicht das Geschlecht. Entscheidend ist einzig und allein die Fachkompetenz. Parität der Geschlechter, für mich ist das nichts anderes als verdeckter Sexismus. Meine Damen und Herren, Bauen und Verkehr, Familie, Arbeit und Soziales, diese Ressorts sind wichtig und die Probleme, die wir in Bayern haben, sind drängend. Herr Ministerpräsident, Sie versetzen eine Sozialpädagogin, die sich so viel Gutes für die Familien in Bayern vorgenommen hat, und machen Sie zur fachfremden Bauministerin. Besteht denn CSU-Politik nur noch darin, mit einem weiblichen Kabinett gut dazustehen, um den Grünen zu gefallen? Anbiederung an den linksgrünen Zeitgeist löst keine Probleme. Wir als AfD fordern Postenvergabe nach Kompetenz und nicht nach Quoten. Als Beispiel für hohe Kompetenz dient die Personalie Klaus Holotschek, der bei der ersten Kabinettsbildung übergangen, nun aber zumindest einen Staatssekretärsposten bekommt. Wurde nicht während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Bad Wörishofen Millionen an Steuergeldern verschwendet, wie man im Bericht der Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes nachlesen kann? Herr Söder, mit diesen Personalentscheidungen machen Sie das Bauministerium zum Witz. Dabei ist doch schon Herr Reichert vor der Aufgabe regelrecht geflohen, nämlich neue Wohnungen zu schaffen. Die Mieten und die Immobilienpreise steigen immer weiter. Ein ordentliches Dach über den Kopf wird für Normalverdiener immer mehr zum Luxus. Und selbst für Gutverdiener bleibt das Eigenheim oft ein unerfüllbarer Traum. Schauen wir dazu auf die Fakten. Deutschland gehört mit 51,5% zu den Ländern mit der geringsten Quote an Immobilienbesitzern in der EU. Zum Vergleich Spanien mit 76%. Herr Kreuzer meinte ja vorhin, die CSU sei die Partei des Eigentums. Da ist noch Spielraum nach oben. Gleichzeitig zahlen unsere Bürger die zweithöchsten Steuern auf der ganzen Welt. Und was passiert mit dem sauer verdienten Geld unserer Steuerzahler? Unter anderem wird es für die illegale Massenzuwanderung verwendet. Wer also Mieten wieder bezahlbar machen will, der muss den Migrationswahnsinn beenden. Zudem ist die Bürokratie zu entrümpeln, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, sinnlose Vorschriften zu beseitigen. Ich sage nur Wärmedämmung. Und Käufer selbstgenutzter Immobilien müssen steuerlich entlastet werden. Die Grunderwerbsteuer ist abzuschaffen. Statt dieser braucht es eine angemessene Eigenheimzulage. Wir wollen ein Wohnungsbauprogramm und ein Baustart-Kindergeld, insbesondere für junge bayerische Familien, selbstverständlich. Der soziale Wohnungsbau ist wieder anzukurbeln mit der Förderung degressiver Abschreibungen von Mietwohnungen und mit verstärkter Nutzung von Flächen im Besitz der öffentlichen Hand für genossenschaftliche Wohnungsbauprojekte. So sehen Lösungen aus und die kommen von der AfD. Ebenso gibt es im Bereich der Verkehrspolitik genug zu tun. Vergessen Sie zum Beispiel unsinnige Vorgaben zur Förderung der E-Mobilität. Das wäre Schutz von Hunderttausenden Arbeitsplätzen. Unsere Bürger werden es Ihnen danken, Frau Schreyer. Vor allem in den ländlichen Regionen. Wir hoffen, dass sich die Staatsregierung künftig darum bemüht und wünschen Frau Schreyer, Frau Trauten und natürlich auch Herrn Holotschek eine glückliche Hand, denn Glück kann diese Regierung wahrlich gebrauchen. Ansonsten haben wir vielleicht auch bald Thüringer Verhältnisse hier und Sie sind auf unsere Stimmen angewiesen. Vielen Dank.